Hier auf der Bühne 1 auf der Foskes 2022 zum nächsten Vortragsblock. Wir haben 2 Speaker hier in diesem Blog und 3 tolle Vorträge. Wir fangen an mit dem Armin Retterath, der über OGC API Features im praktischen Einsatz reden wird. OGC API Features, Entschuldigung. Der Armin Retterath ist Leiter des Bund-Länder-Arbeitskreises Geodienste der GDIDE und Architekt der Geodateninfrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz. Der Armin ist schon sehr oft bei der Foskes mit tollen Beiträgen dabei gewesen und ist immer auch für Innovationen sehr offen. Deshalb freue ich mich sehr auf diesen Vortrag und Bühne frei nun für dich, Armin, zu OGC API Features. Entschuldigung. Vielen Dank, Astrid. Ich freue mich, heute ein bisschen was erzählen zu können von unseren Erfahrungen der letzten beiden Jahre im Einsatz der OGC API Features. Ja. Kurzen Überblick. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein für diejenigen, die noch nicht gehört haben. Was ist OGC API Features? Welche Arten von Implementierungen haben wir momentan global vorliegen? Die wichtigsten Konzepte. Und dann erläutere ich kurz den Einsatz oder den Ansatz, wie wir den in Rheinland-Pfalz umgesetzt haben. Möchte ein paar Erweiterungen bringen oder auch mal in den Ring werfen. Und dann auch zeigen, wie wir die Access Points für diese Dienste publizieren, jetzt schon seit längerem. Dann ganz interessant sicherlich ist die Auswertung der Zugriffe. Das haben wir mal gemacht ab Oktober letzten Jahres, um mal zu sehen, von wo aus überhaupt diese Schnittstellen angezapft werden oder aufgegriffen werden. Und dann kurz nochmal eine Live-Präsentation über das Geoportal oder die Systeme, über die man diese OGC API Features finden kann. Genau, zusammenfassend, Lessons learned, wie immer. Okay, was ist OGC API Features? Es gab da mal eine Pressemitteilung 2019 im November und da wurde das angekündigt, dass wir jetzt den ersten neuen Standard haben, OGC API Features Part 1 Core. Das war gedacht gewesen als Nachfolger von der Web Feature Service 2.02 Spezifikation, damals noch der Arbeitstitel WFS 3.0, der ist dann umbenannt worden in OGC API Features. Hatte gesagt, man würde gerne ein neues Zeitalter für die Nutzung von Geoinformationen im Internet einläuten und damit ein Ende der alten XML-Struktur. Teilen der Zugriff soll viel, viel einfacher werden über diese neue OGC-API-Schnittstellen und wir wollen halt gerne moderne Webtechnologien einsetzen an der Stelle. Im Endeffekt war ein Paradigmenwechsel. Diese OGC-Bindings, die wir alle kennen oder die meisten von uns halt kennen, die werden halt durch ein Open-API-Binding ersetzt von der OGC. Man versucht also dann, REST-APIs halbwegs zu standardisieren, wenigstens den Zugriff auf die APIs zu standardisieren. Man setzt Standard-Web-Technologien ein, reduziert den Geo-Anteil auf ein Minimum und will dann auch versuchen, die normalen Webentwickler dazu zu bringen, Geodaten, die über Standardschnittstellen bereitgestellt werden, einfacher in andere Anwendungen zu integrieren. Genau, Vereinfachung des Zugriffs ist ein Ziel auf verteilte Geodaten und einfache Integrierbarkeit in Webanwendungen und Prozesse. Also für denjenigen, der schon mal versucht, einen WFS klein zu programmieren, der weiß, dass das nicht so ganz einfach ist und der Ansatz von der OGC dann hoffentlich auch ziehen wird. So, jetzt ist dann, wann war das? Ende vorletzten Jahres dieser Standard auch ISO-Norm geworden. Wir haben also bei der ISO jetzt vorliegen die 1968-1 2020, das ist diese WFS OGC API Features Schnittstelle. Es gibt eine Webseite von der OGC, da wird auch nochmal dokumentiert, wie der Prozess aussieht, welche Schnittstellen in der nächsten Zeit kommen werden. Die kann man sich mal anschauen, da sind GitHub-Repos verlinkt und da ist auch der Features-Standard oder halt auch der Records-Standard, der dann der Nachfolgestandard werden soll von der CSW-Schnittstelle, die werden hier alle schön dokumentiert, sind beschrieben, da kann man sich einbringen in den Prozess und das ist halt so ein bisschen Werbung von der OGC. Und zum nächsten Punkt, das ist jetzt ein Screenshot von der Seite der Implementierungen, von der OGC-Seite.
Wir haben hier vorliegen den LD-Proxy. Ich glaube, das war die erste Implementierung gewesen von Interactive Instruments. Wir haben hier verschiedene andere Implementierungen. Auch GeoServer hat eine Implementierung schon. Ich glaube, bei MapServer 8.0 wird auch eine Implementierung existieren, damit der MapServer dann eben nicht nur die WFS-Schnittstelle bereitstellt, sondern auch die OGC-API-Features-Schnittstelle. Wir haben PyGeo-API, das ist eine Python-Implementierung, ist ganz interessant. Und wir haben auch hier unsere Implementierung, die hatte ich damals eingebracht von der SDI Rheinland-Pfalz, die noch auf Basis von dem alten MapBender 2.8 eingerichtet worden ist. Unterscheidungen bei den Implementierungen, da können wir Proxy-Lösungen sehen, wie beim LD-Proxy zum Beispiel umgesetzt sind. Da werden halt WFS-Dienste registriert und die werden über eine Proxy-Fassade nach außen in der OGC-API-Features-Schnittstelle abgegeben, der Zugriff darauf. Es gibt direkte Umsetzungen, wie die beim GeoServer gemacht worden ist, wo beim MapServer demnächst kommen wird. Und es gibt dann Kombinationen aus diesen Umsetzungen, entweder direkte Datenzugriff oder halt über ein Interface, was dazwischen geschaltet ist, wie bei PyGeo-API. Die wichtigsten Konzepte bei der Schnittstelle sind, dass wir ein Paging halt haben, um die Objekte halt seitenmäßig abzufragen. Wir haben die direkte Adressierbarkeit einzelner Objekte, sowas wie GetFeatureByID oder GetRecordByID in der CSV-Interface. Kiste. Man nutzt Content Negotiation, das war bei dem alten Binding von der OGC nicht der Fall gewesen. Man reagiert also auf die HTTP-Header. Es gibt eine direkte HTML-Ausgabe, die gibt es beim WFS ja normalerweise nicht. Da gibt es halt nur die WFS-Ausgabe oder halt andere Datenformate, die abgegeben werden. Mit der HTML-Ausgabe wird in vielen Bereichen sogar der Client überflüssig. Man kann also auch als Mensch diese Schnittstelle direkt bedienen über die Webseite einfach. Der Feature-Type heißt jetzt Collection, das ist eine Änderung. Ein Feature wird zu einem Item und jetzt komme ich auch schon zum Ansatzpunkt in Rheinland-Pfalz. Wir hatten gewisse Voraussetzungen bei uns in der GDI und zwar hatten wir eine Datenbank schon seit Jahren oder 15 Jahren jetzt, die fast 100 WFS beinhaltet in der verschiedenen Version 1.1.0 oder 2.0.0. Wir haben eindeutige IDs für diese Web-Feature-Services und auch für die Feature-Types in der alten MapBender-Datenbank. Wir haben einen Security-Proxy, der auch Autorisierung überprüft und wir können auf Feature-Type-Level auch Berechtigungen erteilen, optional auch mit Protokollierung des Zugriffs. Und wir haben eine Lizenz-Registry, die uns ermöglicht, eindeutig jedem WFS auch eine Lizenz zuzuordnen. Das wird dann dezentral gemacht durch die einzelnen Datenbereitsteller. Ein kurzes Schema, wie das bei uns halt aussah. Wir haben diese Organisation, die 1 bis N WFS registriert haben in dieser OWS-Datenbank. Des Geoportals mit dem Security-Proxy. Wir haben die Nutzer und wir haben die Autorisierung, die in der Datenbank hinterlegt ist. Und wir haben nach außen abgegeben bis zu dem Zeitpunkt persistente URIs für diese einzelnen Web-Feature-Services, die aus der ID des Dienstes, aus der Datenbank generiert worden sind. Funktionen, die wir implementiert hatten zu dem Zeitpunkt, Rewrite von Capabilities, dass wir eigene Capabilities nach außen abgegeben werden, On-the-Fly Service Metadata Generation, also die Service Metadaten für Europa, für Inspire, halt auf Knopfdruck oder On-the-Fly generiert werden aus dem System und so weiter. Also recht viele Funktionen, die wir schon hatten bei uns in Rheinland-Pfalz und die Idee dahinter, jetzt auf OGC-API-Features auch umzusteigen oder diese Schnittstelle auch anzubieten, kommt eigentlich daher, dass wir diese Vektordatennutzung innerhalb des Geoportals und in der GDI eigentlich vereinfachen wollten. Wir wollten für sichtbare WMS-Layer zum Beispiel im Client auch die Möglichkeit anbieten, direkt ein Tabellensymbol anzuzeigen und dann auf die Objekte oder die Attribute halt zuzugreifen, wie man das aus einem Desktop-GIS auch gewohnt ist. Genau deswegen war für uns die Umsetzung von der WFS 3.0 bzw. OGC API Features der nächste konsequente Schritt und auch recht einfach umzusetzen. Zeitlichen Ablauf, wir haben 2018 die ersten Überlegungen gehabt. 2019 haben wir mit der Implementierung begonnen als Proxy-Lösung, ähnlich wie bei dem LD-Proxy. Wir haben auch das HTML-Layout erstmal von der Lösung von Interactive Instruments übernommen. Das sah eigentlich ganz gut aus. Und im November 2019 haben wir unsere Schnittstellen aktiviert, zunächst mal für Open Data klassifizierte Web-Features. Erweiterung auf abgesicherte ist dann letztes Jahr passiert. Also man kann auch abgesicherte OGC-API Features-Schnittstellen über unser System halt abfragen mit Authentifizierungsdaten. Prinzip dahinter, wir generieren für jede
jedes Objekt. Also wir haben eine eigene URI eingeführt, einfach /SpatialObjects. Dahinter kommt die ID des Web-Feature-Services, der registriert ist, und das sind dann persistente URIs, die vom System abgegeben werden. Wir mappen die Restanfragen auf die WFS-Operationen im Hintergrund von der Logik her, und wir cachen auch den Feature-Count. Das ist halt relevant bei Datensammlungen, die halt bis zu mehrere Millionen Objekten beinhalten. Da ist ein Caching, bietet sich da einfach an. Und wir nutzen Rewrite-Möglichkeiten von Apache, um diese persistenten URIs nach außen abzugeben. Vom Ablauf her, wie funktioniert das? Der OGC API Features Client stellt diese Restanfrage an unseren Proxy. Der liest die Informationen aus der Datenbank. Da steht dann drin, welcher WFS ist relevant, welcher Feature Type wird angefragt, wie sieht es mit der Autorisierung aus, mit den Lizenzen und Formaten. Dann wird im Endeffekt der nächste Anfrage geht an den Remote WFS, wenn das alles geprüft worden ist, wenn das möglich ist. Und dann werden die Daten beim verteilten WFS abgefragt, wieder zurückgeschickt, und dann wird auch eben protokolliert, wenn die Protokollierung aktiviert ist, dass ein Objekt abgefragt worden ist. Und das Ergebnis wird dann vom Proxy wieder an den Client zurückgeschickt. Nicht relativ einfach, das Schema. Die Voraussetzungen für die Remote WFS, die wir haben: Paging muss möglich sein, das muss also der WFS schon unterstützen. Wenn es auf dem View definiert ist, dann muss natürlich auch ein Primary Key exposed werden. Das ist beim Geo-Server ein bisschen tricky zu finden, die Dokumentation. Deswegen hatte ich den Link hier nochmal eingetragen. Produktive Backends, die wir momentan haben in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, sind Map-Server, Geo-Server und ArcGIS. Genau. Was nachher dabei rumkommt, ist, für jeden WFS gibt es automatisch ein OGC API Features Interface. Das ist jetzt live eine Seite, wo das Interface für das Krisenmanagementsystem vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung angezeigt wird. Da werden die Teststellen in Rheinland-Pfalz hier quasi über diese Schnittstellen auch publiziert an der Stelle. Sieht ähnlich aus, wie das auch in NRW beim LD-Proxy aussieht. So. Gehen wir auf die Erweiterung. Das ist eigentlich aus unserer Sicht aufgrund der Erfahrung recht wichtig. Grundsätzlich werden die Erweiterungen, die ich gleich nochmal vorstellen werde, dezentral über referenzierte Dokumente bereitgestellt. Wir nutzen an der Stelle JSON-Schema zur Umsetzung von menschenlesbaren Bezeichnungen und JSON-LD für ein semantisches Mapping in den ausgegebenen Objekten. JSON-Schema, also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen für AX-Bodenschätzung oder einfach so eine Seite, die aus dem OGC API Features Interface kommt. Normalerweise kennt man das, man hat eine PostGIS-Tabelle und PostGIS-Tabelle, und dann stehen halt die Tabellennamen als Attribut Namen, Bezeichner vorne weg und hat den Inhalt dann nachher so aufgelistet. Ist natürlich für den Menschen nicht besonders schön zu lesen. Es ist besser, wenn ich da jetzt übersetzte Titel habe, wie Objektschlüssel, Name, Infos und Beschreibung und auch noch weitere Informationen anreichern kann, um damit menschenlesbare Attributbezeichner in der HTML-Ausgabe zur Verfügung stehen zu haben. Dazu nutzen wir die Angabe eines Zusatzattributs. Das nennen wir mal hier JSON-Schema in der Version. Das ist einfach ein Link auf eine JSON-Schema-Datei. Die sieht dann zum Beispiel so aus für den Fall hier von Trier. Ja, das ist ein Schema, wo dann im Endeffekt für jedes Attribut dann nochmal angegeben wird, der Datentyp, die Beschreibung und der Titel. Und die können wir live aus unserem Proxy heraus nutzen, um quasi die HTML-Seite zu optimieren für den Menschen. JSON-LD nutzen wir auch. Also es gibt auch die Möglichkeit, JSON-LD-Kontextdateien zu verlinken an der Stelle. Die werden auch dann irgendwo auf dem Webserver gelegt und sind dann als Attribut bei dem jeweiligen Objekt, bei dem Feature-Type mit dabei. Und diese Schema-Datei wird vom Proxy automatisch ausgewertet, wenn sie vorhanden ist, und injiziert dann quasi JSON-LD in die HTML-Ausprägung unserer Seite. Führt dazu, dass, wenn wir jetzt so eine Seite, hier haben wir einfach einen Bebauungsplan-Polygon referenziert über OGC API Features. Wenn wir das jetzt zum Beispiel im Schema-Org-Validator zur Verfügung stellen, dann extrahiert er die semantischen Informationen raus und identifiziert dieses Objekt jetzt als Place mit seiner Geometrie, damit Google das oder andere Suchmaschinen einfach identifizieren, interpretieren können und das auch über Suchmaschinen auffindbar sein wird. Okay. Kommen wir zur Publikation der Schnittstellen. Normalerweise brauchen wir das für eine GDI halt einen Service-Metadaten-Record, um diese Informationen auszutauschen. Hier habe ich das Beispiel jetzt für den Service-Metadaten-Record, den wir für die OGC API Features generieren. Da steht im Endeffekt Contains Operation, und als Operation-Name haben wir hier Get API Description eingeführt und verlinken dann unter Linkage den Link auf SpatialObjects/ mit der ID von dem jeweiligen Service. Genau.
Die Trefferliste bei uns im Geoportal, da ist er dann auch automatisch integriert, führt dazu, wenn man nach Datensätzen sucht, zum Beispiel Baudenkmäler hier von der Stadt Trier, dass wir unter der Rubrik Download verschiedene Download-Möglichkeiten bekommen, für die Daten, um die Daten runterzuladen. Wir haben sowohl das DFS-Interface als auch die OGC-API-Features-Schnittstelle, die dann automatisiert auch von unserem System generiert wird. Im Geoportal Deutschland, da werden die Metadaten ja hin exportiert, sieht das dann so ähnlich aus. Wenn ich also Datensätze aus Rheinland-Pfalz suche, die Baudenkmäler wieder von Trier und mir die in der Trefferliste anzeigen lasse, finde ich unter den Download-Optionen genauso den Tourismus Trier in der Form von OGC-API-Features. Bei den Open-Data-Portalen ähnlich der Fall. Also wir exportieren ja automatisch alle Metadaten aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz ins Open-Data-Portal Rheinland-Pfalz über ein Mapping der Informationsmodelle in dieses DCAT-AP-Informationsmodell rein. Und dadurch haben wir dann auch die Möglichkeit, im Open-Data-Portal einfach einen Filter setzen zu lassen nach dem, nennen wir einfach so, REST-Interface. Wir haben derzeit 191 Datensätze, die über dieses REST-Interface OGC-API-Features zur Verfügung stehen, nach außen. Ein kleines Beispiel. Der große Vorteil der Schnittstelle, wie wir sie einsetzen zum Open Data Portal, ist, dass wir diese Interfaces als iFrames auch direkt quasi im Open Data Portal anbieten können zur Nutzung. Das heißt, diese Schnittstelle bietet uns die Möglichkeit, den OGC API Features Endpunkt in der HTML-Ausprägung als iFrame im Open Data Portal direkt anzeigen zu können und den Client dann damit schon zur Verfügung stehen zu haben, ohne was programmieren zu müssen. Jetzt zeige ich ein kleines GIF-Video, wie man zum Beispiel über unser neues QGIS-Plugin einfach suchen kann im Geoportal über eine REST-API nach Datensätzen zum Beispiel. Ja, und jetzt finde ich Datensätze, die aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz stammen, zum Begriff Bebauungspläne. Genau, ja, die sind jetzt Open Data klassifiziert. Und dann habe ich die Zugriffsmöglichkeiten, wie im Geoportal auch oder in den anderen Geoportalen, gibt es eine Anzeigemöglichkeit und es gibt die verschiedenen Download-Möglichkeiten an der Stelle. Ja, wir haben hier auch die OGC-API-Features, da ist die Schnittstelle, drücken auf Laden, ja, das registriert die OGC-API-Features-Endpoint unter dem WFS-OGC-API-Features-Part vom QGIS-Browser. Ich kann mich damit verbinden, ziehe mir jetzt einfach diese Bebauungsplan-Polygone runter und QGIS in der neueren Version ab 3.14 ist dann in der Lage, quasi die Vektordaten direkt darzustellen. Ist ein bisschen langsamer als der direkte WFS-Zugriff, aber er funktioniert. Und das wollte ich eigentlich jetzt hiermit auch nochmal zeigen. Das ist, glaube ich, recht einfach dann in den Möglichkeiten, die das System bietet. Jetzt kommen wir zum Punkt Auswertung der Zugriffe. Ich hatte gesagt, wir setzen das seit 2019 schon um. Ja, und haben das ein bisschen optimiert im Laufe der Zeit, aber wir wollten natürlich auch sehen, von woher kommen die Zugriffe. Ja? Kommen die jetzt eher aus dem Internet heraus direkt oder kommen die von den Open Data Portalen, wo wir die Daten, die Metadaten publizieren, oder kommen die direkt über das Geoportal oder Geoportal Deutschland? Und dazu haben wir halt eine Datenbank, eine kleine Tabelle generiert, die im Endeffekt protokolliert, welcher Service, welcher WFS angefragt wird, welcher Feature-Type angefragt wird und wie oft er angefragt worden ist. Und dann speichern wir den Referrer mit ab und sehen dann auch, von welcher Seite aus der direkte Zugriff erfolgt ist. Auswertung nach Referrern jetzt gibt zum Beispiel ganz interessante Informationen zurück, dass viele Daten über das Geoportal angefragt werden, also über unser eigenes Geoportal. Die Statistik bezieht sich jetzt auf 3 Monate ab Oktober letzten Jahres. Ja. Die nächste ist Google. Also nach unserem Geoportal ist Google schon der Hauptnutzer dieser Schnittstelle. Google.de und Google.com. Dann kommt das Open Data Portal von Rheinland-Pfalz mit 834 Zugriffen und dann wird es schon weniger. Also das wird sehr, sehr wenig. GAF Data hier mit 63 Zugriffen ist auch noch überschaubar. Und wenn man weiter hier runter geht, dann kommt auch irgendwann Datenportal Europa, das europäische Open Data Portal, Geoportal Deutschland mit 9 Zugriffen. Das waren wahrscheinlich die Tests, die ich selber durchgeführt hatte. Und das wird dann nachher hinten noch weniger. Interessant ist auch die Auswertung nach Objektarten. Ja, welche Daten werden denn am häufigsten nachgefragt über diese Schnittstelle? Und da haben wir momentan die Teststellen, also die Covid-19-Teststellen, die wir auch über diese Schnittstelle in produktive Systeme integriert haben. Die werden am häufigsten nachgefragt. Und die Anfragen kommen fast alle über Google rein. Dann Gemarkungen, Bodenschätzung und so ein paar kommunale Datensätze, wo man normalerweise davon ausgeht, dass die nicht so häufig nachgefragt werden. Weil das ist jetzt so eine Statistik und ich denke, das ist ganz interessant, um mal zu sehen, wo kommen die Anfragen her und
hat das funktioniert, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, nämlich dass die Daten über die Suchmaschinen direkt gefunden werden und auch genutzt werden können, ohne über die Publikationen, über die Geoportale zu gehen. Genau, was haben wir gelernt in den letzten 2 Jahren? Die Nutzung hat sich intensiviert, der Schnittstellen, das ist ganz gut. Ja. Die Daten werden eher über Suchmaschinen gefunden. Die Open Data Portale sind eigentlich auch recht gut mit dem Rennen, weil die halt auch ihre Metadaten semantisch annotieren und dementsprechend einfacher auffindbar sind für Suchmaschinen. Ja, die spielen auch eine größere Rolle als die Geoportale auf nationaler oder internationaler Ebene. Mittelfristig, aus unserer Erfahrung heraus, bleibt erstmal das bewährte WFS-Interface das Mittel der Wahl. Ja, das bleibt der Standardweg für die Nutzung von Vektordaten auch in den Desktop-GIS-Systemen. Wenn sich natürlich die Schnittstelle was verbessert, OGC-API-Features, kann das natürlich in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren sich auch wandeln. Aber derzeit sind noch nicht alle Operationen möglich, die man mit einem WFS machen kann. Und unseres Erachtens werden die Möglichkeiten der neuen Schnittstelle einfach zu wenig beworben. Ja. Würde ich kurz eine Live-Präsentation machen. Jetzt muss ich gerade mal, Astrid, von dir wissen, wie viele Minuten haben wir noch? Ja, du kannst noch eine Minute vielleicht die Präsentation machen, aber eigentlich könnten wir schon auch bald mit der Fragerunde beginnen. Aber ich wollte nur mal so kurz zeigen, wenn ich jetzt Baudenkmal Trier mal eingebe, Trier, wie man das jetzt praktisch am System sieht. So, komm. Genau, dann finde ich hier die Datensätze. Das ist das, was wir eben im Screenshot gesehen haben. Wir haben die Baudenkmäler und ich habe hier diese OGC-API-Features-Schnittstelle zum Beispiel. Ich kann die anklicken, mache die auf und dann öffnet sich quasi die Seite vom OGC-API-Features hier. Sagen wir mal 100 Treffer pro Seite, damit wir alle Baudenkmäler von Trier sehen. Und dann habe ich die hier im Zugriff, kann die als Mensch auch nutzen. Da sind noch Bilder eingestellt jetzt an der Stelle. Oder kann mir die in Form von GeoJSON runterladen und kann die dann. Damit würde ich sagen, beenden wir mal den Vortrag selber und dann stehe ich für Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Armin. Das war sehr toll, dein Vortrag. Einerseits zu sehen, wie dieser neue Standard, was dahinter steckt und wie der genutzt werden kann. Es gibt tobenden Applaus auf der Bühne. Es war sehr anschaulich und toll zu sehen, wie das im Geoportal Rheinland-Pfalz schon umgesetzt wird und auch genutzt wird. Es gibt sehr viele Fragen und ich denke, wir legen direkt los. Die erste ist, wirkt sich das Mappen von REST, WFS und dann das Requesten des WFS nicht stark negativ auf die Performance insgesamt aus? Ja, das ist... Genau, das wirkt sich ein bisschen auf die Performance aus, aber wir sind dazu übergegangen, dass wir quasi das von OGR durchführen lassen nachher auch. Also die Transformation von GML zum Beispiel in GeoJSON, um das nachher auszuliefern, das ist applikationsseitig ist das schon ein großer Rechenaufwand, je nachdem, wie viele Objekte wir auf einmal ausliefern. Deswegen haben wir eine Obergrenze drin von 5000 Objekten, glaube ich, momentan. Und wir sind dazu übergegangen, das über die OGR to OGR direkt machen zu lassen auf dem Server. Okay. Dann, was ist JSON-LD? JSON-LD ist für JSON für Linked Data, also semantische Informationen in JSON inkodiert, die dann über bekannte oder abgestimmte Vokabulare von ja, Suchmaschinen zum Beispiel interpretierbar sind. Also ich habe semantische Informationen, die ich publiziere. Ich kann die Bedeutung der Daten, die ich publiziere, in den Daten selbst mit angeben und erlaube damit Google natürlich zu finden, okay, die Daten zu interpretieren oder auch anderen Systemen die Daten zu interpretieren. Perfekt. Dann ist eine Bereitstellung von komplexen Datenthemen möglich, zum Beispiel in Zweier-konforme Dienste. Genau, nein, das ist derzeit nicht möglich. Wir haben nur ganz normale, einfache, flachen Datenmodelle an der Stelle. Dann gibt es Pläne, die WFS-Dienste im Hintergrund direkt mit OGC-API zu ersetzen. Es gibt ja einige Software, die das unterstützt. Ja, man kann das sicherlich überlegen. Dafür müssen wir aber dann diese OGC-API dann auch mit Metadaten in unsere Infrastruktur integrieren. Aktuell haben wir keine so große Performance-Probleme, dass das notwendig wäre. Man kann das sicherlich für die Zukunft überlegen, wenn die... Die werden natürlich dadurch ein bisschen schneller, wenn wir sie nicht über den Proxy ausliefern lassen müssen. Ein Nachteil an der Stelle ist natürlich, dass wir keine persistenten URIs dafür generieren können. Wenn wir das über den Proxy laufen lassen, haben wir persistente URIs für die Ressourcen. Und das ist ja eine ganz, ganz bedeutsame Sache.
fix auf Daten zugreifen zu können. Ja, wenn der Server es ansonsten umzieht im Hintergrund, wird es schwierig. Okay, ja, dann hast du das QGIS-Plugin gezeigt, mit dem man ganz leicht auf die Themen zugreifen kann. Und da ist eine Frage, ob dieses Plugin auch von anderen verwendet werden könnte. Genau, das ist als experimentelles Plugin letzte Woche publiziert worden. Kann jeder runterladen, wenn er gerne möchte. Er kann über dieses Plugin momentan in den drei Geoportalen, die auf unserer Softwarelösung basieren, suchen über die REST-APIs. Man hat aber auch die Möglichkeit, über den Geodatenkatalog Deutschland suchen zu können. Also das hätte man im eigenen Vortrag nochmal machen können. Man kann also über dieses Plugin in Deutschland im Geodatenkatalog und auch in Europa suchen. Das ist alles in dem Plugin enthalten. Also kann sich jeder gerne runterladen, ausprobieren und so weiter. Man hat dann direkten Zugriff auf die Dienste in zweier Perfekt. Infrastruktur. Das hört sich ja sehr spannend an und auch diese Möglichkeit, dann das anzupassen für andere, ist natürlich sehr spannend. Ja, dann hast du angesprochen, dass Geo-Server, Map-Server als Remote-Server vorliegen und ArcGIS-Server, glaube ich, ne? Und QGIS-Server hat es aber nicht aufgeführt. Nee, ich Gibt habe es da einen QGIS noch nicht Grund? getestet. Wir haben, glaube ich, keine QGIS-Server in Rheinland-Pfalz, die produktiv nach außen WMS und WFS-Interfaces abgeben. Ah ja, genau, weil ihr bietet ja quasi für die Dienste, die in eurem Geoportal sind, dann diese OGC-API-Schnittstelle dann an. Ne? Und wenn ihr keinen QGIS-Server-Dienst habt, dann liegt es eher daran und nicht, dass QGIS-Server jetzt kein WFS unterstützt. Das ist ja auf jeden Fall auch. Nee, deswegen nicht. Ich glaube, QGIS-Server unterstützt auch WFS, oder Ja, nicht? auf alle Fälle und auch OGC-API und Features wird von QGIS-Server unterstützt, ja. Gut, dann schauen wir mal. Ich denke, ich habe. Ach so, eine Frage gibt es noch. Wie gut wird der Standard von verschiedenen Servern, insbesondere Esri, unterstützt? Bei Esri haben wir, glaube ich, noch ein. Also, man kann die Sachen nutzen. Wir haben im Saarland auch viele Esri-Service-Arcis da im Einsatz. Aber ich bin letztens über ein Problem gestolpert, dass die Anfrage in den. Wenn ich die mit einem Bounding-Box-Filter stelle, dann von außen. Ich glaube, da hat Esri in den verschiedenen Versionen noch ein Problem mit der Achsreihenfolge in der Interpretation der Bounding-Box-GML-Informationen. Da müssen wir nochmal nachgucken. Ja, also grundsätzlich kann man die nutzen, die Esri-Server im Hintergrund, aber da muss man vielleicht je nach Version nochmal ein bisschen genauer hingucken, wenn es um räumliche Verschneidungen geht. Okay, dann kam noch ganz schnell hier eine Frage rein. Wo findet man das Plugin und wie heißt es genau? Das So, das QGIS-Plugin? Plugin, ja, das findet man genau normal im QGIS-Erweiterungsrepo, wenn man die experimentellen Erweiterungen aktiviert hat und dann unter dem Namen einfach Geoportal. Da kommen nicht so viele zurück, Plugins. Okay, super. Ja, und dann, genau, ich hatte es eben auch im Chat schon geschrieben, parallel jetzt zur Foskis findet im Moment auch ein Community Sprint statt, und zwar ein Joint Code Sprint von dem OGC, von der OSGeo und von der Apache Software Foundation. Das heißt, da arbeiten gerade auch Entwickler aus den verschiedenen Organisationen, von den verschiedenen Projekten auch an der neuen OGC-API-Family. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird. Armin, herzlichen Dank an dich für den tollen Vortrag.